Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, zu einer weiteren Folge Bloodborne. Das letzte Mal haben wir ja den Pulverfassjäger erledigt oder den Pulverjäger. Ja, und heute würde ich wieder sagen, gehen wir mal auf große Bossjagd. Und zwar dazu gehen wir wieder nach Alt-Yharnam. Und dank den kurzen Ladezeiten müssen wir auch nicht ewig drauf warten, bis es fertig ist. Was ich sehr praktisch finde. Ja, und ich freue mich, dass Bloodborne bei euch so gut ankommt. Ja, finde ich richtig cool. Ich feiere das Spiel auch extrem. Und ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich vielleicht sogar mit den Bossen ein bisschen helfen. Weil ich weiß, das Spiel macht es einen echt nicht einfach manchmal. Da denke ich mir auch so, what the fuck? So in der Art. Ja, und diese Abkürzung haben wir ja letztes Mal noch freigeschalten. Und ja, deswegen haben wir jetzt einen verkürzten Weg. So, ich brauche hier mal ein bisschen Licht, weil es sehr, sehr, sehr dunkel ist, liebe Freunde. Aber das kriegen wir alles hin. So. Okay. Wir sind mitten in der Nacht unterwegs und jagen die Bestien. Denn wir sind ein Bestienjäger. Na, wo bleibt der Nächste? Juhu! Hey! Und tschüss! Hallo! Na? Kommt da jetzt jemand? Ach, du siehst mich nicht. Und der andere hängt hinterm Baum fest. Naja, das ist kein Problem. Ey! Auf einmal kann er da rausspringen. Wie so ein kleines Sprungäffchen hier. Oh, liebe Freunde, ich sag's euch. Manchmal könnte ich das Spiel erwürgen. So. Da stellt man sich auf etwas ein und da passiert's nicht. Wow! Kommst du von oben noch runter? Nö. Doch, kommst du. Ah! So. Hätten wir den kleinen Mistsack hier auch erledigt. Shit. Und zack, zack, zack. So, damit haben wir die böse Oma auch weggekloppt. So. Da wir jetzt zum Boss gehen, können es nicht schaden. Wenn wir in der Zeit einmal das Herausforderungsglöckchen klingeln lassen würden. Jawohl, liebe Freunde. Weil ihr wisst ja, zu zweit macht's mehr Spaß und ist dann auch ein bisschen einfacher. Ich könnte zwar auch alleine zocken, aber warum sollte man es sich unnötig schwer machen? Ja, und wir haben mal gleich einen Freund gefunden. So. Dann warten wir kurz. Und warten. Und warten. Kompe 21. Hallo, Kompe. Wo bist du? Der kommt schon nach. So. Und wir gehen jetzt hier ein Stück. Zack. Obwohl, für den einfachen Boss brauchen wir eigentlich niemanden, aber es ist dann immer recht lustig, wenn da noch jemand mit dabei ist, sag ich mal. Sofern er denn kommt. Ich denke schon, dass er jetzt demnächst irgendwann auftauchen wird. Und Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon hingekommen. So. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Und der eine ist weg. Und der zweite ist weg. Und der dritte ist noch nicht weg, aber jetzt. Zack, und wir holen uns unser Blut wieder. Okay, cool. So, dann klettern wir schön das Leiterchen herunter. Das geht ja zum Glück ruckzuck, liebe Freunde. Ah ja, genau. So, jetzt sind wir hier am Start. Wenn ich nur wüsste, wo unser Kompagnon ist. Weil ich finde den irgendwie nicht. Vielleicht ist er schon beim Boss vorne, ich weiß es nicht, und wartet auf uns. Ja, wir versuchen auf jeden Fall, ihn so schnell wie möglich zu finden. Und dass wir auch so schnell wie möglich zum Boss kommen. Zack. Ey. Was mich mal interessieren würde, liebe Freunde, seid ihr auch Heuschnupfen geplagt wie ich? Geht's euch da auch immer so scheiße? Wenn ja, schreibt's mir in die Kommentare.
So. Oh, dann machen wir ein Werwölfchen kaputt. Oh je, du armes kleines Ding. Oh, das tut mir fast leid. Fast. Aber wirklich nur fast, liebe Freunde. So. Und Sprung. Was haben wir hier Schönes? Noch eine Blutedelsteinscherbe. Das ist wunderbar, Freunde. Wunderbar. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt auch gleich zur nächsten... Wow! Du Penner! Scheiße, ich hab's verpasst. Wir hätten ihn schön einen Eingeweih-Angriff verpassen können. Wow! Wow, 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 wow! Alter! Geil, liebe Freunde. Haben wir ein Glück. Und ich glaube echt, dass der schon vorne beim Boss wartet. Ja, da lassen wir ihn auch nicht so lange warten. Oh, oh, meine Nase juckt schon wieder. Ach, dieser Heuschnupf, das ist echt eine Plage, Freunde. So, spring raus. Ach, mag er noch nicht. Hm, muss ich erst davor. Ja, jetzt kommt er. So, hallo. Komm, greif mich an. Hast du Angst? Er sollte auch Angst haben. Weil wir heftige Jäger sind. So, zack. Nehmen wir mit. Gegengift nehmen wir auch mit. Hallo. Tschüss. Also wir schalten ja jetzt noch eine Abkürzung frei. So, das ist vielleicht auch ganz praktisch, weil wir uns dann diesen ganzen dämlichen Weg sparen. Liebe Freunde. Aber mich wundert es, dass dieser Mensch, auf den wir warten, oder der auf uns wartet, so viel Geduld hat. Ah, hier! Hallo! Da ist er auch schon, unser Freund. Der Kompe 21. So, Kompe. Dann gehen wir mal. La 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 la. Zeigen wir mal unsere Muckis. So. Hat er jetzt hier schon alles fertig gemacht? Nein, noch nicht. Aber dann machen wir das halt. So. Oma haben wir erledigt. Papa Wolfi hier. Kriegt auch noch seine Prügel. Au. Ja, wie wär's, wenn du Oma angreifst, Kompe? So. Okay. Jetzt gucken wir bloß mal, Freunde. Hm, wir haben leider kein Feuerpapier mehr. Würden wir uns den Boss ein bisschen einfacher machen. Aber gut, so geht's auch. So. Oh. Juhu, noch Blutsteinscherben. Und dann gehen wir auch direkt zum Boss. Oh Mann, liebe Freunde. Das wird ein heftiger Kampf. Nochmal ein Blutfiechen. Und die bluthungrige Bestie ist am Start. So, hier ist es ganz wichtig, macht es dem Boss einfacher, wenn einer wirklich ablenkt und der andere kann dann schön draufkloppen. Das ist dann sehr praktisch. So wie jetzt bei mir gerade, wo ich den Lockvogel gespielt habe. Dann konnte er ein paar Schläge austeilen. Und ihr solltet immer, sobald sie sich irgendwie anders bewegt als sonst, sofort ausweichen. Das ist essentiell wichtig, liebe Freunde. Weil sonst, die kann euch schon mit ein, zwei Schlägen richtig fertig machen. Wah! Nein, 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 nein! Wie ihr seht, da ist euer Inferno fast gerade gestorben. So. Wow, 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 wow. Jetzt werden wir auch noch schön vergiftet. Oh Mann. Ah, wir haben genug Gegengift dabei. Au! So.
Und wir können gleich die nächste Packung nehmen. Ah! Du Mistvieh! Scheiße! So. Und ja, nein, nein, nein. Ihr merkt schon, jeder dieser Bosse, auch wenn man ihn ein paar Mal besiegt hat, kann euch im Bloodborne immer, immer wieder gefährlich werden. Oh, nein, 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 nein. Alter. Ich habe jetzt gedacht, das war's. Fuck, fuck, fuck. Okay. Okay. Ja, ein anderer, was machst du da hinten? Greifst du auch mal an, oder? Hm? Yes! Ja! Dann noch schnell verbeugen. Juhu! Und auch dieses Bossilein haben wir getötet. Ja, komm, wir winken ihm auch mal. So. Sehr geil, liebe Freunde. Sehr, sehr geil. Damit haben wir die bluthungrige Bestie auch abgehakt. So, wir haben jetzt auch ordentlich Blutechos bekommen. Da hinten nehmen wir noch das Gegengift mit. Da wir jetzt in dem Kampf schon ein bisschen viel verbraucht haben davon. Und dann gehen wir zurück in den Traum des Jägers. Ja, wow, was für ein actiongeladener Kampf. Liebe Freunde, man merkt wirklich bei jedem Kampf, wie das Blut rast, das Blut in Wallung kommt, liebe Freunde. Jawohl. So, jetzt gucke ich aber erstmal, ob die anderen Bartboten im Moment schon da sind. Juhu! Das heißt, wir können uns jetzt eine schöne Rüstung kaufen. Und zwar, also wir können entweder Gascoins Rüstung nehmen oder vom Pulverfassjäger. Ich nehme aber erstmal die Pulverfassjäger, weil die echt praktisch ist. So, da haben wir jetzt ein paar Einsicht verbraucht, aber das ist okay. Und dafür haben wir jetzt eine richtig starke Rüstung. Die zugleich auch noch sehr cool aussieht und zugleich noch die Rüstung vom Cover ist. Ja, liebe Freunde, so sieht's aus. Okay, dann können wir jetzt noch ein bisschen aufsteigen. Willkommen daheim. Ja, ja, ich weiß, Püppchen. So, Blutechos kanalisieren. Und zwar auf jeden Fall, Ausdauer ist mal wieder ein Punkt, der muss gemacht werden. Und dann gehen wir nochmal auf die Stärke ein. Ja, doch, die Stärke ist noch wichtig, zack. Dann sind wir jetzt noch 2 Level aufgestiegen. Und dann können wir gucken, ob wir uns im Pfahltreiber ein bisschen verstärken können. Ja, sieht gut aus. Oh, wir können ihn sogar nochmal verstärken. Cool. Ja, liebe Freunde, da haben wir jetzt auch schon einen stärkeren Pfahltreiber. Mensch, Opa! Hier. Immer hier am Rumlungern. So. Ja, dann hätten wir ja einiges. Ach so, Moment. Ja, ich wollte ja noch zu den anderen Bartboten. Mal gucken, ob ich davon überall noch genug habe. Nein, wir brauchen auf jeden Fall Blutfiolen. Und den restlichen Quecksilberkugeln können wir auch noch kaufen. So. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir ein bisschen farmen gehen. Ja, liebe Freunde, weil wir brauchen auch Blutfiolen. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Okay, liebe Freunde. So, dann winken wir nochmal zum Abschluss. Ciao.